Shalom. Heute beginnen wir die 37. Kapitel in Tanja. Ein sehr wichtigen Kapitel, der erzählt uns die Ziel von der gesamten Schöpfung. Yemois HaMashiach. Mashiach soll kommen und wie das alles sich zusammen verbindet. Warum gibt es alle verschiedenen Aufgaben, die Hashem uns gibt? Warum hat Hashem alles gemacht? Warum hat Hashem die Welt gemacht und alle Welten? Weil in Werte von unserer Weise ist Ava, Kadosh Baruch Hu, Liya, Islai, Dira, Betachtenim. Hashem wollte schon ein Zuhause in dieser Welt haben. Das haben wir schon in Kapitel 36 gelernt. Das ist der Grund, dass wir legen so viel Wert auf die Mitzvot Ma'asiyot, auf die aktuelle Ausführung der Mitzvot. Und deswegen Hashem wollte diese Welt, diese untere Welt. Was heißt unter? Sind wir in die Unterwelt? Das, was heißt diese Welt, ist Eulam HaTachtoim. Die untere Welt. Schein Tachtoim HaMatim Erem. Es gibt nicht Tiefe. Was heißt das? Was heißt das überhaupt? Heißt, dass das ist die entweitesten, entferntesten Meglisch, was die Welt sein kann von Hashem. Rav Melech, wir spielen die Yeshiva, aber Rav Melech Zwiebel hat mal gesagt, das wäre die Weltkugel weiter von der Sonne, hätten wir alle gefroren. Genauso, wäre diese Welt noch mehr versteckt von Hashem, es wäre so weit weg, dass wir hätten nicht mehr sozusagen sich zu Hashem finden konnten. Das ist die absolut weitesten entfernt, was wir nach durch Mühe die Weg zu Hashem finden können. Und diese Dunkelheit und Finsternis können weggemacht werden durch Teure und Mitzvahs, insbesondere durch Mitzvahs. Und das wird vollkommen realisiert werden in der Zeit von Mashiach. Bis dann wird Hashem oben wie unten sein. Dieses Kapitel wird sich damit beschäftigen von Yemois HaMashiach. Und dieses Kapitel wird uns sagen, wie genau wird uns erklären, das wie. Wie genau macht die Mitzvah, dass es kommt, die Geula? Wie? Warum? Nur weil wir, ist es wie wir zahlen in die Kasse rein? Und dann irgendwie haben wir so viele Punkte bekommen? Nein. Wir werden diskutieren, dieses Kapitel, über das Konzept von Schar Mitzvah. Lassen das drin machen. Wie hin, hey, und nun. Tachlis Hashleimus Hazeshel Yemeis HaMashiach V'Tchias HaMeisim. Diese Gipfel der Vollkommenheit, die Mashiach-Zeit und die Wiederbelebung dem Toten, Klammer auf, viele Menschen haben ein Problem mit dem Wiederbeleben dem Toten, die sagen, die glauben gar nicht daran. Keiner hat ein Problem daran zu glauben, aus ein Nix wird ein Mensch. Aus ein Tropf, aus ein Nix wird ein lebendiger Mensch, der keine Batterie hat. Jeder sagt, die Entstehung von einem Baby, die Schwangerschaft, ein Baby lebt. Wow, keiner hat ein Problem daran. Warum? Weil die Menschen sind das jeden Tag. So, wenn ein Mensch aus nichts gemacht werden kann, kann nicht ein Mensch aus Mensch gemacht werden kann? Natürlich, ja. Das ist ein klarer Beweis, dass es gibt Chiyata mit ihm. Der gleiche Gott, der aus nichts ein Mensch machen kann, kann außer ein Mensch, die schon war, wieder die Mensch machen. Auf jeden Fall. Was wenn Mashiach wird kommen, das wird die Offenbarung von dem Licht, von Hashems unendlichen Licht in dieser Welt sein, die schon da ist, aber jetzt total versteckt ist, in dieser materiellen Welt. Wie, auf was ist es abhängig? Toli bema aseinu wa adaseinu wa avoidaseinu. Kols man meshach hagolos. Hängt von unseren Taten in diesen Zeit, von unserem Dienst in die Zeit der Exils ab. Das ist eine sehr wichtige Aussage. Baruch atah, die neue Lehine, Malachem Shehakel, Nihiyah mit Worim. Das ist sozusagen ein sehr wichtiges Statement, die hier gemacht wird. Ein Statement, die sagt, dass was wir heute tun, das wird direkt wirken auf Mashiach, auf die Zukunft. Warum? Und hier kommt einen sehr klare Bekenntnis und sehr deutlichen Aussage, was dient als Fundament von Judentum. Ki hagoyrem schar ha-mitzvah
היא המצווה עצמו. Das, denn es ist das Gebot selbst ist ein Lohn bewirkt. Ki ba'asiyose mamshecha odem gili ein yosei baruchu mel mai lamata lislabish begashmus elam haze bedover sho yitchil atachat amshala sheklipus naiga. Durch die Ausführung der Mitzvah zieht die Mensch die Offenbarung, die Gottes Licht von oben nach unten, die vorher verkleidet war. Ich möchte einen kurzen Moment nehmen, das zu erklären. Die einfache Bedeutung von diesem Satz, Chai Mitzvah, Mitzvah, für die Menschen, die nach Chassidut nicht gelernt haben, ist einfach. Mach ein Mitzvah, wirst du nach eine Mitzvah machen. Wie Mitzvah gehört es Mitzvah? Ein Mitzvah bringt nach eine Mitzvah. Mach was Gutes, wirst du nach was Gutes machen wollen. Was heißt Schar Mitzvah, Mitzvah? Übersetzt heißt es, die Belohnung für eine Mitzvah ist eine Mitzvah. Was heißt das? Einfach gesagt, mach eine Mitzvah, wirst du nach eine Mitzvah machen wollen. Also mach ein Business, was du nach meinem Business machen wollen. Chassidut gibt eine totale neue Definition zu diesem Wort. Total neu. Chassidut sagt uns, was ist eine Mitzvah? Was ist eine Mitzvah? Hashem sagt, nimm die Haut von einem Kuh und binde das an deine Hand. Ukshatam la'ot al yadecha. Vahiyulot atafot ben yadecha. Und leg es auf deinen Kopf. Was ist das genau? Eine Mitzvah ist eine Verbindung. Eine Mitzwa ist die wahre Nutzung der Gegenstand. Die normale Nutzung der materiellen Welt ist für sich, kommt aus Klipat Noga, wie wir schon gelernt haben in die sechste Kapitel, ob wir erinnern können. Klipat Noga ist eine gemischte Klippa. Die normale Nutzung der Welt ist nicht für Heiligkeit. Die Default-Nutzung ist nicht für Heiligkeit. Ist für sich. Die Lifeline, die Quelle, wie es steht in Chassidut, von allem Negativen auf der Welt, kommt von Klipat Noga. Klipat Noga selber nicht negativ, das ist gemischt. Die verbotenen Dinge berühren sich auf die gemischten. So alles, was verboten ist, was wir nicht machen dürfen, Shalosh Klipot Atmeot, die drei unreinen Klipot. Die nehmen sie Quelle von der Kraft von die Klipat Noga, von diesen gemischten Klippen. Die gemischten Klippen sind die normalen Dinge, 90% was wir machen, die normalen Entscheidungen. Was ich esse, was ich tue, was ich denke, was ich spreche, die normalen Dinge, die nicht schlecht sind. Die viele denken, das ist mein Freiraum. Judentum sagt, auch das soll gewidmet falsch. Diesen normalen Default. Wenn ein Mensch macht ein Mitzvah, er nimmt dieses Default, er nimmt dieses Materielle und er umwandelt das für spirituell. In diesem Moment hat er jetzt gezeigt, die wahre Existenz der Sache. Die wahre Existenz der Sache ist die göttliche Energie, die in dieser Sache drin ist. Und er hat sozusagen jetzt eine Verbindung hergestellt. Eine breite Verbindung, eine starke Verbindung. 5G, was ist 5G? 5 Bücher Moses, Gie ist Gott. Nimm die 5 Bücher Moses und widmet das für Gott, hast du 5G, spirituelle 5G. Alle reden über 5G. 5G ist alles von Hashem, von der Torah. So Chassidus erklärt uns, wenn man nimmt diese physischen Gegenstand, lokim et hadavar ha-gashmi hazoti, kein hada chumri, war ha-physi, und man umwandelt das für Heiligkeit. Du hast jetzt deine innere Existenz offenbart. Du hast jetzt deklariert, dass die äußerliche Erscheinung ist nicht die innerliche Existenz. Die äußerliche Erscheinung ist eins, die innerliche Existenz ist was anderes. Die äußerliche Existenz ist mich und ich und egoistisch und selbstsinnig und die innere Existenz ist selbstlos und Gott etc. In diesem Moment hast du jetzt Hashem in die Welt gebracht. Das ist die Bedeutung des Chaim Mitzvah Mitzvah. Die Belohnung von der Mitzvah ist, dass du erreicht hast die wahre Existenz der Sache. Du hast jetzt Hashem in diese Welt gebracht. Und das ist, was da steht in Chassidut, dass obwohl Lernen Torah ist sehr, sehr besonders, weil das Innere wird mit eins mit Gott, aber die Wirkung auf die Welt ist gerade durch Mitzvot. Torah ist die Innere. Deswegen steht V'Torascha B'Soich Meyai. Die Torah ist meine Innere. Weil die Tora wird ein Teil von uns. Und genau wie der Mensch isst, auch nachdem er sie gegessen hat,
hat er nicht mehr Hunger, weil er schon gegessen hat. Wenn ein Mensch lernt Torah, auch wenn er die Buchkin zugemacht hat und ausgegangen, die Torah hat geändert seine Weltanschauung. Mitzvot ist nicht die innere, Mitzvot ist mehr die äußere. Aber was wirkt auf die Welt mehr? Gerade die Mitzvot, weil die Mitzvot ändern die Fabrik, die Gegenstand der Welt selber. So das ist, was wir sagen, Schaim Mitzvot. Und der Rebbe sagt, in der Rebbe hat gesagt zu jemandem, nicht wie ein Mensch, der arbeitet für seinen Parnasse, dass wenn er bemüht mit seinem Parnasse, er bemüht mit seinem Feld, und er legt Samen in die Feld rein, wird etwas wachsen. Es wird nicht wachsen Geld, es wird wachsen etwas, und muss es verkaufen. Bei die Mitzvot, wenn der Mensch macht die Mitzvot, das ist selber, hat er schon Gott in die Welt gebracht. Und deswegen, wenn ein Mensch macht eine Mitzvah, häufig ist es schwer, die Menschen die Mitzvah zu machen, am Anfang. Aber wenn er macht die Mitzvah am Anfang, dann nachher ist es leichter, um die zweite Mitzvah zu machen. Wir haben schon mal gegeben, ein Beispiel, können wir erinnern, zwischen UA und AU. Was ist der Unterschied zwischen einer Mitzvah und einer Wehre? Wenn ein Mensch macht die Mitzvah am Anfang, ist es schwer, sagt er, aufstehen früh morgens, gehen in die Synagoge, sein in Zeit, da bin ich mit der Minion. Ich gehe ins Bett. Aber dann sagt er, ich bin so zufrieden, ich habe es gemacht. Gut, ich hab auf mich geherrscht. Wenn die Mensch macht einen Sünder, am Ende sagt er, ist gut. Dann sagt er, was habe ich gemacht. Sie alle sagen A. Und die Frage ist, ob wir sagen Oder wir sagen U. Wie war das? Alle sagen U. Die Frage ist, ob wir sagen Oder wir sagen U. Die Mitzwa geht immer U. Anfang ist schwer. Danach ist es leichter. Da werde sagt man immer A, dann U. Deswegen sehen wir auch den Unterschied zwischen der Wahrheit und die Lüge. Eine Lüge am Anfang ist leicht zu sagen. Man sagt, die Lüge ist erledigt. Aber dann muss man eine zweite Lüge sagen, um die erste recht zu fertigen. Und dann eine dritte, um die zweite. Und je weiter es geht, desto komplizierter es wird. Man muss erinnern, was man gesagt hat, zu wem, zu welchem Zeitpunkt, wer da war. So schwer. Das heißt, je mehr man sagt, desto schwerer und komplizierter es wird. Die Wahrheit ist genau das Gleiche. Am Anfang ist es schwer zu sagen, die Wahrheit. Das ist unangenehm, weil ich muss die Wahrheit sagen. Aber danach wird es leichter, weil man muss nur die Wahrheit, man muss nicht so viele verschiedene Strategien im Kopf halten. Die Wahrheit war gesagt, Schluss! Die Wahrheit ist die Wahrheit. Es ist, wie es ist. Und häufig ist es so. Ein Mensch sagt, ich bin unbequem. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Die Wahrheit am Anfang ist schwer, nachher ist leicht. Und es ist genauso mit der Mitzvah. Und das ist, was er sagt, Schar Mitzvah, Mitzvah. Ki ba'ase yosa, mamshich, hagilui, oin, ein Seif, baruchu, mein Lamat, lislabish, bei einem Hase, bedover, schau, yitchila, tachat, mam Shalas, klippes, neuge, mam Kabach, yus, mimena. Hier sagt er, durch, wir sind bei dem Wort, durch, seine Ausführung, zieht der Mensch eine Offenbarung der gesegnete Einsof Licht von oben nach unten, um in diesem materiellen Welt gekleidet zu werden. In eine Sache, die zuvor unter die Herrschaft von Klippat Nogah stand und ihre Lebenskraft von ihr erhielt. Und mit Kabel chayusim imeno sheheim kol advorim atohoirim und mutorim shenasut behem ha mitzvah meisis. Alle Dinge, was die Mitzvah wird, das sind alle reinen und zugelassene Dinge, mit denen dem praktischen Gebot erfüllt werden, wie zum Beispiel der Pagament der Tfilin, der Mezuzah und der Torerolle, Klafa Tfilin, Mezuzah was Sefer Torah. Hier haben wir einen Sefer, oder Brennnessel. Er nimmt die Pagament von der Kuh und er macht daraus einen heiligen Gegenstand. Kimayim ben azah, loyuch shum lach shumayim, ela tohoirim und mutorim eficha. Wenn sie der Meister sagen, sind verheiligen Dinge zugelassen, nur Dinge, die rein und zum Verzehr zulegen sind. Man kann nicht nehmen die Haut von einem Schwein, chas v'shalom, als von einem anderen nicht koscheren Tier und machen daraus Tfilin. Kann nicht seinem Bandit Geld stehlen und geben das zu armen Leuten. Kann nicht nehmen, chas v'shalom, ein Treff, ein Stück Fleisch und sagen, jetzt habe ich Kraft, Gott zu dienen. Nein. Es gibt ein Sicher von der Rebbe in Chedek, fünfte Band,
in de Chanukah, in Keetz. De Rebbe zegt, die verbotene dingen sind auch positiv. Aber sie werden genutzt dadurch, dass wir die nicht nutzen. Nicht, dass das heißt, die verbotenen Dinge haben keine Nutzung auf der Welt. Verbotene Dinge haben eine Nutzung. Und von einer bestimmten Hinsicht, die sind nach heiliger als die erlaubten Dinge, aber wir sind nicht fähig, sie zu nutzen. Und unser auf die Weg, dass wir es nutzen, wenn wir es nicht nutzen. Also praktisch gesprochen, wenn ein Mensch geht in dem Gang von Reichelt oder Lidl oder Aldi oder was auch immer, und er geht vorbei, ein nicht koscheres Regal, und er riecht ein nicht koscheres Sach, und die, wie heißt das, die Geschmack, Nerven. Er will, und er sagt, nein, hat er es gemacht damit so. Alleine, dass er nein gesagt hat, alleine, dass er wollte, das ist der Vorteil von Baal Tshuva, über ein Tzadik. Tzadik, für ihn, die Schweine ist wie ein Stück Holz. Hat nie gegessen, er will es gar nicht essen. Der Baal Tshuva kann erinnern, was er letztes Jahr gemacht hat. Und er will, und er macht es nicht, hat er gemacht, der Rebbe sagt, ganz interessant, er hat gemacht ein positiver Mitzvah. Nicht nur hat er nicht gemacht ein negativ, er hat gemacht ein positiver Mitzvah, das er nicht gegessen hat. Und in einem bestimmten Maß, das ist so hoch, dass es sozusagen nur zum Ausdruck kommen konnte, dadurch, dass er es nicht macht. Das ist einfach ein Thema für sich. Auf jeden Fall, alle positiven Mitzvot, am Sende, da, sehr positive Mitzvot, wenn wir nutzen die physischen Welt für Spirituellen, wir machen das heilig. Wir können Esrik, Scheine, Erlein, Etrog, kann nur genutzt werden von einem Baum, der zugelassen ist. Weil solange die ersten drei Jahre, dann ist es noch von den Unreinen, wie der alte Rebbe sagt, in die Kommentar auf die Seite. Und Mois hat es doch keine Scheine, Gottesbücher jetzt mehr. Und Spendengelder, die nicht unrechtmäßig erworben würden. Und ähnliches. Und jetzt kommt die Mensch, jetzt die nächste Seite. Ve'achshav. Mois hat es doch keine Gottesbücher jetzt mehr. Ve'achshav Shemekayim, nächste Seite. Behem mitzvahs Hashem uretzoinoi. Hari achayis Shemehem. Oilo misbatu v'nichlol. Ve'ein ein zei baruch hu shuretzoinoi izbaruch hamalom ishbehem. Und hier kommt jetzt die ausschlagende Wort. Jetzt man diesen Dinge, ja, Anfang die nächste Seite. Jetzt man diesen Dinge, das Gebot des Gottes und seine Wirken willen erfüllt, steigt die darin enthaltene Lebenskraft nach oben und die negative Kraft wird aufgelöst. Und es wird, bleibt ausschließlich nur dem unendlichen Licht Gottes, die diese Gebote gekleidet ist. Und hier hat man jetzt was Enormes geschaffen. Wir haben jetzt weggemacht das äußerlichen, egoistischen, negativen, selbstgerichteten Kraft und es bleibt nur die innere, echten, wahren Kraft. Und manchmal wird so beeindruckt von einem Mensch, so beeinflusst. Nicht was die Mensch gesagt hat, sondern dass man merkt, das ist reine, echte Wahrheit. So war es und so ist es noch in der Präsenz von der Rebbe, und man geht zu der Oil. Und Rabbi Brennison hat erzählt bei der Mitzvah von den Enkels und Moshi, dass die erste Mal gekommen zu der Rebbe, it's a very powerful story, you sure. Hat der Rebbe geguckt auf dir, ja? Der Rebbe ist reingegangen in die Synagoge und der Rebbe geguckt auf der und hat geguckt und ist weitergegangen und zurückgeguckt und Rabbi Brennison hat gesagt, sei dann, everything changed, that's what you said. Das Quorum ist er. Warum? Weil der Rebbe ist die echte, reine Essenz von Wahrheit. Weil der Rebbe hat nicht gestrahlt, Rebbe, groß. Der Rebbe hat gestrahlt Wahrheit. Und das sage ich persönlich, in Anwesenheit der Rebbe. Und das ist nicht ausgesagt, gesagt, wow, großer Mann, das hat man. Das meine ich. Der Rebbe hat auf dir gezeigt, dass Wahrheit bringt Wahrheit heraus. Der Rebbe hat dir gestärkt. Der Rebbe hat gezeigt, wie viel Kraft hast du? Der Rebbe hat, was ist deine wahre innerliche Kraft? Und das passiert genauso heute, man geht zu der Oil.
Want das ist ein Ort der Wahrheit. Wenn ein sagt physisch, Stein. Aber das ist die Idee von Heiligkeit. Was ist Heiligkeit? Was ist Reinheit? Kedusha, wir sagen in die Havdalah, Hamavde ben Kodesh Lechol. Heiligkeit ist Trennung. Hivdalta ve Kidashta. Was sagt ein Mann zu einer Frau unter die Chuppa? Du bist heilig zu mir. Er sagt nicht heirate. Heirate im Judentum, Kedusha ist Havdalah. Heiligkeit ist Trennung, abgesondert. Du bist jetzt für niemand anderes. Nur, das ist was viel Tieferes. Das ist nicht was Physisches. Man kann es nicht verstehen mit fleischigen Augen. Mit Fleisch. Es gibt was Inneres. Und Wahrheit merkt man. Man muss es nicht verkaufen. Man muss nicht jemand sagen, hey, das ist wirklich die Wahrheit. Und das sagen muss, das ist schon. Wenn die Menschen das nicht, hat das nicht verstanden, das heißt, die Mensch muss seine äußerliche aufgestoppten Schal wegmachen, um das Fähigsein zu nehmen. Wenn die Menschen, ein Mensch ist in Dunkelheit, so viel, er denkt, das ist Licht, weil es lange in Dunkelheit. Teure ist Wahrheit. Jiddischkeit ist Wahrheit. Mitzvah ist Wahrheit. Ja, ich kann ein Wort sagen, mit meinem Vater hat gelernt in Yeshiva. Und er hat angefangen gelernt, nicht in einem Chabad-Yeshiva, nicht in einem Yeshiva. Er war ein Chlamavitschach-Siddim, aber sie haben ihn geschickt, mein Großvater hat ihn geschickt in Brisk. Brisk ist ein großer Yeshiva, ein litwischer Yeshiva. Und sie hatten ein Yeshiva für Begabte. Mein Vater war dann in 60 Jahren. Und er hat angefangen gelernt, ich sehe das. Und er hat die Wahrheit gericht, geschmeckt. Und er hat geschrieben zu dem Rabbi einen Brief, und er hat geschrieben zu dem Rabbi, ich lerne Chassidus. Und, aber, was man sagt, man lernt Chassidus, man sagt, die Wahrheit. Er hat gesagt, mein Davenen ist noch nicht, was er vorgestellt hat, genau was. Hat der Rabbi gesagt, wenn du so willst, dann musst du mehr Chassidus lernen. Dann hilft er auch Chassidus. Das heißt, geht zum Doktor, gibt ein Medikament, und das wirkt nicht, muss ein bisschen stärker, mehr. Chassidus ist Wahrheit. Das ist ein Fakt. Wenn die Mensch ist, was ist nicht durchgedrängt zu den Menschen. Die Mensch muss mehr Chassidus lernen. Deswegen muss jeder lernen Chassidus. Kolach hat sich immer Chassidus jeden Tag. Jeder hier, nicht nur Chassidus. Weil das ist das größte Geschenk, was es gibt. Das ist die Wahrheit. Es ist wichtig, dass die Menschen nie vergessen. Die Fokus. Besonders bemühe ich mich, wenn ich gehe zu einer oder anderen Stelle. Aber ich nehme immer mit als Sefer, versuche ich, damit man soll den Fokus nicht verlieren. Fokus, damit man soll wissen, warum bist du hier, wer ist hier, nicht vergessen, nicht, weil sehr schnell die Yetzirah, die Cholle, machen die Menschen, denken. Und das ist, was er sagt hier, wenn die Menschen macht eine Mitzwe, er nimmt einen physischen Gegenstand, er hat jetzt weggenommen die äußerlichen, selbstgerichteten Kleid und die innere bleibt. Und die innere ist die Wahrheit. Wie war das, Martin? Pnim se emet. Pnim se emet. Warum? Wenn nicht, weil ein Zeug war ein Chuyus, war ein Schuh, aber Lumbosch, Behem, Akasche, ein Schöpchen, das heißt, der Pannen klar, dann hast du heute, ist war ich. Sagte, wird aufgelöst, ja, sagt er, dass die Gebote gekleidet ist, wo nämlich keine, bei Hashem, keine Verbergen des Angesichts herrscht. Und das Licht zum Gesegneten zu verbergen. Und das ist genau, was passiert, wenn er eine Mitzwa macht. Bis jetzt haben wir gelernt, was passiert mit dem Gegenstand, mit dem Pergament von den Tfillin oder die Kraft in die Ertrag. Jetzt werden wir lernen, nicht nur wirkt es auf die Mäh, nicht nur wirkt es auf den Gegenstand, es wirkt auch auf die Kraft in den Mensch, die verwendet war, dieses Gegenstand zu nutzen. Es gibt ja zwei Dinge. Jeschet hat der Wahrheit für sie als Mo,
Ja, es gibt die physischen Gegenstände, die jetzt eine wahre Existenz gekommen ist. Und es gibt die Kraft von dem Mensch, die investiert war, die des physischen Gegenstand jetzt zu beschäftigen. Diese Kraft wird auch jetzt umgewandelt. וכן כוח נפש החיונוס הבאהמיש שבעברי גוף האדם מקיים במצווה ומסלבש גם כן בעשייה זו ואוילה מהקליפה ונכלה בקדושת המצווה שהיא רצון יש ברוך הוא בוטלו באוילה שהיא ברוך הוא זאת אומרת, איזה וייזה kleidet auch, kleidet sich auch der Kraft der tiergleichen Seele, der in diesen Gebot investiert war. Sie steigt dadurch aus dem negativen, dunklen Bereich der Klippa und geht auf in dem heiligen Bereich, wo die Wille Gott ist und lässt sich offen eins auf. So nicht nur hast du jetzt die Welt geändert, du hast jetzt auch sich geändert. Praktischen Rat. Manchmal ein Mensch sagt, ich kann nicht die Mitzvah machen, ich fühle es nicht. Ich bin nicht überzeugt. Wenn ich fühle es, ich mache das. Das ist falsch. Wie sagt man, der Appetit kommt mit dem Essen. Manchmal jemand hat keinen Hunger. Wenn er beginnt zu essen, dann will er weiter essen. Ne? Gerade beginnt zu essen, will er, vor dem, was er gegessen hat, wollte er gar nicht essen. Beginnt zu essen, will er weiter essen. Der Appetit kommt mit dem Essen. Genauso viel mehr als bei der Mitzvah. Manchmal, you're not in the mood. Du bist nicht in der Stimmung. Ha, mach das. Wirst du werden in der Stimmung. Gerade beginnt die Mitzvah zu machen. Und deswegen ist es wichtig, wir haben gestern der Meinung gesagt, die Menschen sollen haben regelmäßig, in der Rebbe hat das gesagt, in einem Video vor zwei Wochen, regelmäßig in Zeiten zum Lernen. Jeder Mensch, darüber hinaus über seine Dinge, die er verpflichtet ist zu lernen, die Menschen, die haben die regelmäßigen Zeiten. Alleine, dass man beginnt zum Lernen, das macht, dass die Menschen weiter lernen wollen. Alleine beginnt die Mitzvah zu machen, das macht, dass die Menschen weiter. Ich habe mal gehört von jemandem auf die Flugzeuge und gesagt, weißt du, ihr seid nette Leute, aber ihr seid so schmal. Du denkst nur die ganze Zeit, was steht in die Buch. Sei offen. Es gibt eine ganz große Welt dort draußen. Du bist so schmal denkend. Du denkst nur, was steht in die Tora, was mache ich jetzt, wie ein Robot, wie ein Zombie. Du musst das ganze breite Welt schauen. Ich habe gesagt, hey, du bist schmal denkend. Du erlaubst nicht, du gibst dich nicht die Chance, zu gucken, was in die wahre Welt die Judentum ist. Du wirst immer abgelenkt und immer so auf den leichten, attraktiven Weg abgelenkt. Du hast nicht die Mut, sich zu fokussieren. Und die Mehrheit der Menschen heute in der Gesellschaft werden sehr, sehr leicht abgelenkt. Sehr, sehr leicht. Sie sehen, Melech hat mal gesagt, was unterscheidet ein Mensch von einem Tier? Sagt er, ein Hund geht auf die Straße, er sagt, ein Baum, denkt er wegen dem Baum. Er sagt, Essen, denkt er wegen dem Essen. Er will, macht er. Er sagt was? Er denkt, das ist ein Tier. Was er sagt, denkt er? Sagt ein Mensch. Bei mir ist ein Mensch. Er muss die Fähigkeit haben, dass er denkt irgendwas. Und nicht, was er sagt, bestimmt, was er denkt. Im Gegenteil. Was er denkt, bestimmt, was er sagt. Das ist ein Mensch. Es gibt einen Mensch, was fühlt sich wie ein Tier, leider. Was er sagt, denkt er. Der Mensch muss ein Heuer. А? Человек, почему Бог делает, что его голова, warum Gott gemacht, dass sein Kopf über sein Körper ist? Bei einem Tier, der Kopf ist auf die gleiche Ebene, die Körper. Ein Ochs, ja? Ein Kuh. In der Körper und der Kopf gleiche Ebene. Ein Mensch, Gott hat gemacht, Kopf über die Körper. Warum? Es ist nicht einfach so. Damit die Kopf soll immer höher, Kopf denkt wegen oben. Ruche Adam, Eule, der Meile, Ruche Behemi, Eure, der Mater. Die Geist, der Mensch geht nach oben, die Geist, der geht nach unten. Interessant, der Rebbe ist mal reingekommen in die Synagoge. Jemand hat das gelernt bis sehr, sehr spät und er wollte aufstehen früh. Hat er weggelegt auf dem, hat er sich gelegen auf dem Bank nachts. Weil er wollte nicht vermissen. Das sei, der Rebbe ist reingegangen und der Rebbe hat gesagt, die Unterschiede zwischen einem Menschen und einem Tier, ein Mensch, der Kopf ist über die Körper. Und das soll auch während des Schlafs sein. Andere Worte, auch, das ist der Grund, dass man ein Kopfkissen nutzen soll. Der Kopf muss immer höher als der Körper sein. Es zeigt, wo der Mensch ist, wo der Mensch sein soll. Und das ist, was er sagt hier.
Und jetzt werden wir sagen, nicht nur das, bis jetzt haben wir gesprochen wegen Mitzvahs. Jetzt werden wir sagen, auch bei Torah lernen nutzt du auch deinen physischen Kraft. Auch wenn Torah lernen hauptsächlich eine intellektuelle Übung, aber nicht desto trotz nutzt du auch deine physische Kraft. Wir haben bei Mitzvahs dann mit Torah. Und kriegst du mal, viele gehen zu ihm. Afsche, einen Basia, Gashmiss, Mamisch. Schatach, als man schaut, das Klipp ist neu gegangen. Wir kommen, wenn man kein Mal an die Hero, Lauf, Kinder, Bündomi, wenn ihr jetzt in der Chavosse, als ihr jetzt im Fassov. Wir kein Mal an der Kimas Fassov, wir haben im Eise. Sagt er, auch Torleinen ist so. Das gilt, wir sind jetzt bei dem dritten Absatz, auf Seite 186, oder in der russischen Seite 170, ne? Noch? 200? 200? 9. 9, genau. Sagt, das gilt auch von dem Gebot von Torah-Studium. Das Schma-Lesen. Das Gebet und ähnliche Gebote. Obwohl sie nicht durch den physischen Taten strengen Sinn unterliegt, bei Klippes Neugar, nichtsdestotrotz wird festgelegt, dass das Denken nicht die Gültigkeit des Sprechens besitzt. Man erfüllt seine Verpflichtung, ausschließlich durch Reden. Man verfüllt das Flirtet in dem, dass man die Wörter mit den Lippen ausspricht. Deswegen kann man nicht beten mit dem Auge. Man muss beten, man muss aussprechen, verbal. Es kommt gleich Gilet damit hin. Oder bei Torah lernen. Besser, wenn man sagt die Wörter. Man sagt. Warum? Weil das ist ein Tat genannt. Es würde ferner festgelegt, dass das Bewegen der Lippen ein Tat darstellt. Denn mittels des der Lippen der Mundes, der Zunge und die Zähne, die alles physisch sind, zum Ausdruck zu gelangen, ist der göttlichen Seele ausschließlich durch die tiergleichen Seele möglich, die wirklich in der Körper gekleidet ist. So je mehr man die aktuelle Bewegung, die Wörter durch die Lippen, durch den Mund, durch den Zungen, durch den Zähne, es gibt verschiedene Aussprachen, die wir nutzen, verschiedenen Teilen unserer Mund. Ja, es gibt manche Buchstaben, die werden durch unsere Lippen, wie ein P, bewegt. Manche durch unsere Zunge, ja, manche durch unsere Zähne. Und jede Bewegung, die wir in der physischen Welt nehmen, machen, um unsere Aussprache zu ermöglichen, heißt, dass wir die physischen Welt jetzt benutzt haben, sowohl der Kraft die Person und die Wirkung in der Welt. Auch wenn es keine physische Tat ist, wie wir gesagt haben. Ki efshel nefesh ali kis levati bitzvassayim upev aloshem vashinayim agashmim kima ide nefesh achi yunis habahamis amulubeshes be'evri aguf mamish. Es ist nicht möglich, wie wir haben gelernt in Kapitel 35, dass jede Mitzvah muss eine Tat sein. Es ist nicht möglich zu wirken auf unsere spirituellen Seele in die physische Welt, wenn wir die physische Welt nicht nutzen. Nur wenn wir die physische Welt nutzen, dann können wir eine Wirkung in die Welt haben. Genauso ist das beim Gebet und beim Lernen. Dadurch, dass wir in die physische Welt sich bewegen, unsere spirituelle Seele wirkt auf dem physischen. Das ist der Grund, dass wir die physische Seele haben. Sagt er denn, mittels dem Lippen, der Mundes, der Zunge und die Zähne, die alle physisch sind, ist der göttlichen Seele ausschließlich durch die tiergleichen Seele möglich, in die Welt zu wirken. Je mehr Kraft man also für das Sprechen verwendet, desto mehr Kräfte die Seele bringt man ein und kleidet man in dieses Sprechen. וכל מה שמדבר בכוח גודל יויסר, הוא מכנס ומלבש יויסר, כוח יש מנבש החיינוס בדיבורים אלו. וזהו שכוסוף, וזהו שאמר הכוסוף, כל עצמו יסית ימיינו. Auf dem sagt die Weisen, wir sagen das jeden in Tehillim, wir sagen das jeden Shabbat, am Ende von Nishmas, Kol Atzmoy seid ihr meine, alle meine Gebeine würden sprechen. Was heißt die Fuß spricht? Harega mit der Welt. Von dem gesamten Mensch. Der gesamte Mensch, Kol Atzmoy seid ihr meine. Mein gesamtes Wesen deklariert. Du gönn mal, Zau, Shomer Azal, Ima Ruche Bechol Amach Ivorim, משתמנס, ואם לאו, אינם משתמנס. Das heißt, das ist, was wir sagen, unsere Weisen sagen in die Gemara, in Erwin. Wenn der Teure drängt durch unser gesamte Wesen, dann bleibt es in die Mensch. Wenn nicht, dann ist, ich habe mal gelesen, ein Studium, sehr interessant, gerade immer schon mal hier. Wenn ein Mensch lernt etwas,
Und nachdem er das gelernt hat, innerhalb 24 Stunden, er wiederholt auswendig, was er gelernt hat, gibt es eine 50% höhere Chance, dass er das nie vergessen wird. Warum? Weil die erst mal jemand etwas lernt und nimmt es auf, es geht in ihm. Aber wenn er es wiederholt, auswendig, innerhalb von einem Tag, dann bleibt es in ihm. Dann wird es ein Teil von ihm. Warum gibt es manche Dinge, die wir gesehen haben? Und okay, manche Dinge, die wir gesehen haben, nur wir denken immer darüber nach. Man kann sogar davon träumen. Hat mal passiert zu dir. Träumst nachts, also, weil du hast es überlegt. Es wird dann ein Teil von dir. Die Gemara Edwin sagt, du willst Gott oder Tor so ein Teil von dir sein, dann es muss durch dir gehen und dann wird das ein Teil von dir. Vergessen. Warum passiert vergessen? Weil von vornherein war es nicht ein Teil von dir. Diese brachten unser Meister seligen Andenken zum Ausdruck und sie sagten, durchdrängt die Tore alle deine 248 Glieder, wird sie erhalten. Wenn nicht, wird sie nicht erhalten. Denn die Vergesslichkeit stammt von der Klippe des Körpers und die lebendigen und die lebenden tiergleichen Seele, die von Klippe noch stammen. Kein Schicker mit Klippes Aguf und einfach schon Jonas Abraham, ich habe mit Klippes Neugier, ich lade es von mir Kedusha, weil heinu, geschamatisch, koichon und macht uns kol koichon mit Kedusha, so teure, ich bezwille. Wenn die Kräfte, wenn die Kräfte werden von Heiligkeit, dann wird das geschwacht, die negativen Kraft. Das heißt, dieses trifft auf, wenn man ihre Kraft schwächt und alle ihre Kraft in die Heiligkeit der Tora in den Gebets wendet. Je mehr, dass wir beschäftigen uns in unserer freien Zeit in Tora oder in Heiligkeit oder im Gebet, desto mehr wird es ein Teil von uns. So bis jetzt, um zusammenzufassen, was wir heute gelernt haben, weil gelernt haben, dass die gemischten Klippa, die normalen Kraft von dem Mensch, wenn die verwendet werden für Torah und Mitzvot, dann wird es ein Teil von Heiligkeit. Was wir nächstes Mal lernen werden, das gilt nicht nur für die physischen Gegenstände, die Essen, die wir essen, und das gilt nicht nur für die Torah, das wir lernen, das gilt viel, viel weiter darüber hinaus. Wir werden erklären, wie das auf dem Welt wirkt, nicht auf dem individuellen Mensch, wie wir tatsächlich so viel auf dem Welt wirken, bis die ganze Welt hat diese Dunkelheit nicht mehr. Und das bedeutet Geula, das bedeutet Erlösung, das bedeutet Moschiach, das bedeutet, dass die Welt erlöst ist. Und das ist wirklich die Botschaft von Kapitel 37 und das ist auch eine Quelle von Ermutigung, dass wir immer wissen, wir haben die Möglichkeit und die Fähigkeit, die gegenwärtigen Zustand zu nutzen, um die Welt, das war ein Zuhause, für Hashem, zu machen.